Und damit herzlich willkommen. Das macht Uwein Deutsch Meistertitel auf dem CTR. Konzentration, Jungs. Ich habe gerade gesehen, ihr habt gerade als Sieger vom Platz. Ein bisschen riskiert heute, ein bisschen aber Punkte reingemacht, investiert. Jetzt müssen sie auch mal spielen. Erste Chance, riesen Chance jetzt für uns. Lieb Bombe läuft auf der linken Seite frei. Auf was mag es? Der präzise auf Parker, der köpft aus dem wieder. Hoch ins linke Eck ist noch mit dem Fingerspitzen dran, kann aber nicht entscheiden. Ablink 1-0. Hüfte und was er holt! Wendell Parker, der Ex-Mainzer. Jawohl. Jetzt auch halten. Ganz wichtig. Nicht per Kopf ins Netz. Habe ich gerade was von Halten gesagt? Immer die Tomo ist geil drin. Konzentration, Jungs. 1-1. Fürth allein vor Levin. Komm, Philipp. Er behält Nervenstörung und fast noch. Déjà-vu! Ich habe ein Déjà-vu! Wie gegen Dresden! Aber sie raffen es auch nicht! Sie raffen es auch nicht! Was? Torben Marx? Zieh nach innen! Zwei, zwei Möwald. Oh, schön. Na, Marx kann ich noch aus, er kann nicht so flanken. Das habe ich noch so ungefähr im Kopf. Das scheine. Wer davon überrascht, plötzlich zieht mit der Verteidigung gegen zwei Angreifer und der verunfasst. Kluger passt Torben Marx auf Möwald und er belässt die Chance sich nicht nehmen und netzt ein. Oh. Und gleich auf die Telekart. Du hast vorbei. Das war nicht der Plan von mir. Ein taktischen Foul. Ah. Aber knapp verfehlt. So, jetzt weiter so. Wie in den letzten 2-3 Minuten. Ach, Leute, kommt! Angriff jetzt rot-weiß, aber wieder nichts. Aus dem Winkel knallt gegen den Außenpfosten. Menz. Christoph. Chance jetzt für Kräuter Fürth. Florian Trinks, der 10er macht, zurück Eckball. Berechtigt viele Feen. Dort setzt sich. Leute, kann auch noch mal. Also ganz kurz, Trinks flankt. Azimi setzt doch gegen Ulrike durch. Haben wir nicht mehr genug Kraft, um ihn einzusetzen. Und Levin braucht nichts machen. Hm. 3 Minuten Nachspielzeit. Sind schon 4 Tore gefallen. Innerhalb von, ja, 23 Minuten. Jetzt nochmal Chance für Kräuter Fürth. Kein Problem für Philipp. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wie sich das auch mal. So, wir gehen mal nicht mit dem Rückstand hier rein. Es wird viel diskutiert, das Spiel. Gut. Ich glaube, wir gewinnen das. Spielt konzentriert und geduldig weiter. Kommt.
Levin, komm. Du schaffst das. Parker, hast schön gemacht. So, Tyralla kann noch ein bisschen Jummi geben. Marc, das gut. Assistenten nochmal durchjagen. Stimmung ist echt nicht mehr so doll. Alle aufwärmen. Konzentration, Jungs. Das war jetzt von Torschi, das kennen wir. Das darf doch nicht warten, Schwein. Das ist doch nicht wahr, Leute. Das ist doch nicht wahr. Nochmal wird selbst zu schießen. Geht vor, Leute. Müssen wir ein bisschen wechseln. Und die Bombe. Also die Offensive wurde jetzt schon mal ja, krass verstärkt. Diese Peile, was los? Hab ich jetzt gar nicht so registriert. Ich war jetzt irgendwie kurz weg. 3-3, super. Kommt rein und macht das Ding. So muss das. So muss das. Steve halt macht halt keine gute Partie, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Nochmal Chance für Rot-Weiß. Der bedankt sich und schiebt zum 3 zu 4 ein. Okan Aydin. Klar eingewechselt. Die Joker stechen, Leute. Die Joker stechen. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Nochmal Chance. Fahr mit Lust. Lade ich einen Schuss auf den. Streckt sich auf. Vergeben wieder. 3! Das Ding ist drin! Ja! Ja! Geht doch! Weiter so, Jungs! Oh! Ihr wollt mich doch verarschen! Komm. Oh. Das geht auf keine Kuhhaut, sage ich euch. Sieht gelb wegen Meckern. Ganz ruhig, Fabian. Oh, damit hat sich Fürth selbst mächtig geschwächt. Wegen Meckern ist unnötig. Kommt. Keine Verletzung ist eigentlich gut. Verletzung ist immer doof, egal wen es trifft. Oh, 3 zu 5. Was ist denn das für ein Spiel hier? Fürth geht dreimal in Führung. Hier einmal und dann. Ne, zweimal. Zweimal. Fürth zweimal und zweimal. Jetzt Eckball Florian Trinks. Ecke Sache ist. Ja. Das Anspielstation bringt. Nach hinten, aber Steve köpft den Ball weit aus der Quarantäne raus. Gut, noch eine Chance. Jetzt gegen Marxen hat das Spiel ab. Steininger zieht ab und zwingt Philipp Levin zu einer tollen Parade. Oh, und damit war's. Wir gewinnen mal wieder. Wir gewinnen mal wieder. Bitter nötig. Bitter nötig, sage ich euch. Oh, mein Herz. Gibt es keine Bestrafung, weil er ein Tor geschossen hat?
Oh, so, wir gehen rein. Wir gehen rein in die Ergebnisse. Nürnberg gegen St. Pauli 3 zu 1. Gesehen, Greuther Fürth gegen Rot-Weiß Erfurt 3 zu 5. Fortuna Düsseldorf gegen VfR Aalen 2 zu 2. Karlsruhe gegen Bremen 2 zu 0. Sprich, Bremen verliert wieder und verlässt damit die Aufstiegsplätze wieder. Okay. Wo haben wir Ingolstadt gegen Bochum 1 zu 1, Berlin gegen Paderborn 1 zu 2, Heidenheim gegen Braunschweig 0 zu 3, Sandhausen gegen Frankfurt 1 zu 1 und Dresden besiegt RB Leipzig im Sachsen-Derby mit 2 zu 1. Wo steht eigentlich RB? Auch irgendwo im Niemandsland, oder? Die Säcke. Die brausen hier unter uns. Jetzt stehen sie unter uns, wo sie hingehören. Oh. Klos ist drin. Wenigstens einer. Gut. Stimmt. Was sagen wir? Endlich haben wir unsere Torchancen konsequent verwendet. Aber erst nachdem ich dann eine zweite ausgewechselt habe. Negativ anzumerken, kann man eigentlich nur, dass wir phasenweise das Leben selbst schwer gemacht zu haben. Das stimmt. Einmal pro Woche flieht der Fußballfan aus seinem Haus und geht ins Stadion. Riskante Antwort, erfolgreich. Ja, das war riskant. Das weiß ich, dass das riskant war. Zu sagen, Leute, heute gewinnen wir. Aber irgendwas musste ich ja machen. Und ich will jetzt eigentlich nicht gegen Stoke City spielen. Ich will nicht gegen die spielen. Ich will. Versaut bitte schon wieder alles. Versaut mir schon wieder alles. Ja. Aber jetzt, wie gesagt, wir haben viel erreicht. Der 3 zu 5 Sieg war wichtig, war enorm wichtig. Wichtiger, als man vielleicht denken mag. Mannschaft der Woche, Fabian Klose. Das war, kann ich nicht sagen. Scouting abgeschlossen. Gut. Furchtbar. Wie sieht die Moral der Mannschaft jetzt aus? Ich hoffe besser. Ja. Besser. Aydin hat ein bisschen bessere Form. Tyrala kommt nicht so ganz in die Gänge. Menz auch gerade nicht. Aber wir haben nicht so die Möglichkeiten. Levi, möchte ich mal was sagen? Nächstes für euch im Topf. Jawohl. Jawohl. Wir machen gleich Taktik. Fertig. Ach du großer Gott, die haben ja alles aufgeboten, was nur irgend möglich ist. Die Außen ein wenig sortieren, ein bisschen. Und jetzt hier. Oh je, meine. Da kann, das ist egal, wo man durchgeht. Also, die haben überall, ja. Das ist egal, wo man da reingehen. Geh noch einen kleinen Schritt weiter. Nee. Es funktioniert komischerweise keine Musik, zumindest höre ich keine. Durchatmen. Durchatmen, sage ich euch. Man will ja eigentlich in Rente gehen. Jo, also Ende des Jahres, gut, dann ist es auch erledigt. Wir speichern ab. Ey, wir haben erst 14 Minuten der Zeit, das geht ja gar nicht. Das ist ein bisschen arg kurz, die Folge. Nee, also 5 Minuten muss ich nur rausgucken. Wir finden sicherlich was. Zweite Mannschaft, wie hat das, was kam daraus? Ist da irgendwas? Ergebnis?
5 zu 0 hat Hannover gewonnen. Autschen. Aua. Ja, hier, Kendall, Autsch, Deutinger. Beiden Verteidiger haben echt nicht gut ausgesehen. 4 Tore von dem Zehner hier. Wer ist denn das? Wir können ja mal scouten, weil 4 Tore ist, ja, ordentlich. Gucken wir uns mal an. Spaßeshalber. Aber wir spielen hier ganz gut mit. Also bin ich zufrieden, dass wir das Aufsteiger sind. Hier auch souverän. Na, fehlen fest. Vierte Liga, okay. Und hier sind wir auch souverän, ja. Das passt. Hier Torschützen ist Leon auch mit ganz weit vorne dabei. Ist schön. Dafür, dass die so durcheinander gewirbelt werden, sage ich jetzt mal, ist das wirklich passend. Der Großteil der Mannschaft hat sich ja gefunden. Linie möchte ich eigentlich weiter vorne sehen. Warum hat denn der keinen? Ist der neu oder was? Habe ich den übersehen? Den Herrn Winter? Nö, habe ich nicht. Möchtest du aufgestellt wird? Das möchte ich. Ja, das möchte ich. Dass er ein bisschen Erfahrung sammelt. Das ist wichtig. So. Speicher nochmal. Halt, wir gehen nochmal hier, komm, wir gehen nochmal hier. Golfen. So, und dann müssen wir uns wirklich einfallen lassen, dass wir ein bisschen zu neuem Geld kommen. Aber Düsseldorf ist damit schon mal ein 760er. Ach du Großer, die sind alle doch deutlich stärker als wir. Heidewitzka, sage ich dazu nur. Heidewitzka. November sind wir jetzt Ende angekommen. St. Pauli ist in das letzte Spiel dieses Jahr. Auch nicht mehr lange hin. Werden wir in der nächsten Aufnahmesession haben. Wie gesagt, wir speichern, weil das jetzt die vorletzte Folge in dieser Aufnahmesession. Und ja, sehen uns dann morgen im 3D-Spiel gegen Stoke City wieder. Kurz zur Frage, warum ich alle EL-Spiele 3D-Spiele mache. Wir werden wahrscheinlich nächsten Jahr nicht wieder Europa League spielen, deswegen will ich das jetzt einfach mal mitnehmen. Ganz einfach. Deswegen derzeit so viele 3D-Spiele und zeitlich passt es ja auch ungefähr in den Rahmen. So, bis dahin, euer Robert. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.